Hey Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Undertale. In der letzten Folge haben wir das wunderbare Date mit Papyrus gehabt und jetzt sind wir hier in Waterfall und reden mit Sans und ich check nicht, warum da Schnee oben ist, weil das anscheinend eine Höhle ist und wie soll es da bitte schneien? Das kann ich mir in Snowdens auch irgendwie nicht vorstellen. Die sind hier im Untergrund und da soll es schneien. Na dann reden wir mal. Wie? Noch nie jemanden mit zwei Jobs gesehen. Glücklicherweise bedeutet zwei Jobs auch doppelt so viel Pausen und dafür auch doppelt so viel Arbeit. Ich gehe zu Grillby's. Willst du mitkommen? Na sicher. Das lasse ich mir nicht entgehen, wenn mir jemand ein Steak oder irgendwas zahlt bei Grillby's. Ich weiß ja nicht, was der zum Essen anbietet. Naja, wenn du darauf bestehst, dann brechen wir mal auf. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Oh, wir sind dort. Schnelle Abkürzung, was? Hey, Leute. Hey, Sans. Hi, Sans. Grüße, Sans. Hallöchen, Sansi. Hey, Sans. Warst du hier nicht erst vor ein paar Minuten zum Frühstück? Nee, ich hatte mindestens seit einer halben Stunde kein Frühstück. Du meinst wohl den Brunch. Wow. Hier, mach es dir gemütlich. What the fuck? Ups, pass auf, wo du dich hinsetzt. Manchmal legen Spaßvögel Furzkissen auf die Stühle. Wie auch immer, bestellen wir etwas. Ich weiß schon, wer die Furzkissen da einfach hinlegt. Was möchtest du? Ich bin eher mehr für Burger. Hey, das hört sich wirklich gut an. Grillby, wir hätten gerne zwei Burger. Der geht irgendwie voll angepisst. Grillby. Also, was denkst du über meinen Bruder? Er ist cool. Er ist wirklich cool. Er ist wirklich ein cooler Dude. Natürlich ist er cool. Du wärst auch cool, wenn du das Outfit jeden Tag anhättest. Er zieht es nur aus, wenn es wirklich nötig ist. Naja, zumindest wäscht er es. Na toll. Hätte er es nicht gewaschen, würden sofort die Kakerlaken über ihn herfallen. Oh, und damit meine ich, dass er es unter dem... Unter der Dusche, da, der kennt dieses Gefühl, duschen zu gehen mit der Kleidung. Man fühlt sich voll schwer. Oh no, jetzt kommt er wieder. Can I have your money, sir? Da kommt das Essen. Möchtest du Ketchup? Oh nee, ich mag kein Ketchup. Mehr für mich. What the fuck? Und er kratzt sich im Rücken. Wie so ein alter, ekliger Mann. Ah! Naja, egal. Ob er jetzt cool ist oder nicht, er bemüht sich wirklich. Ich finde es toll, wie er versucht, Teil der Königsgarde zu sein. Eines Tages ging er zum Haus der Anführerin der Königsgarde und flehte sie an, Teil der Garde zu werden. Natürlich hatte sie die Tür geschlossen, denn es war mitten in der Nacht. Aber am nächsten Tag wachte sie auf und sah, dass er noch wartete. Wegen seiner Hingabe entschied sie sich, ihn im Kampf zu trainieren. Naja, das Ganze muss noch ausgearbeitet werden. Schade. Oh, ich wollte dich noch etwas fragen. Oh no. Schon mal von einer sprechenden Blume gehört? Ja, Flowey natürlich. Du weißt also darüber Bescheid. Oh, er meint die Echoblume. Die Echoblume. Sie sind überall im Waterfall. Wenn du etwas zu ihnen sagst, wiederholen sie es immer wieder. Warum das interessant ist? Naja, Papyrus hat mir vor kurzem etwas Interessantes erzählt. Manchmal, wenn niemand in der Nähe ist, erscheint eine Blume und flüstert ihm Dinge zu. Schmeicheleien, Ratschläge, Aufmunterungen, Vorhersagen. Seltsam, nicht wahr? Jemand muss eine Echoblume verwenden, um ihm Streiche zu spielen. Halte die Augen offen, in Ordnung? Danke. Okay, er redet von der Echoblume. Papyrus hat anscheinend Flowey gesehen. Tja, das war eine lange Pause. Kaum zu glauben, dass ich mich so lange aufgehalten habe. Oh, bevor ich es vergesse. Ich bin leider pleite. Kannst du die Rechnung bezahlen? Es sind nur 1000 Gold. Ja, ich bin nett. Nur ein Scherz. Grillby, schreib es auf meine Rechnung. Oh, ach, richtig. Ich wollte noch etwas sagen, habe es aber vergessen.
Ja, ich will meinen Burger. Lol. Grievy meinte, dass dein Essen nun wohl kalt ist. Okay. Was ich auch im Internet herausgefunden habe, dass Sans im Alter von 22, 23 Jahren ist. Also zwischen Papyrus und Sans ist ungefähr ein Altersunterschied von 5 Jahren. Was jetzt eigentlich nicht so brutal ist. Ich hätte geglaubt, die wären so um die 7, 8 Jahre auseinander. Was ich auch am Anfang geglaubt habe, dass Papyrus zumindest der Älteste ist. Ich glaube eher mehr, Papyrus hat das geistige ist halt geistig ein bisschen reifer als Sans. Zumindest kommt mir das so vor. Weil Sans wird ja wirklich richtig faul dargestellt und so. Hast du noch was zu machen? Lass uns mal wieder abhängen. Okay. Er sagt dann nur noch, lass uns mal wieder abhängen. So, was steht da? Es ist eine Kiste. Du kannst ein Item hineinlegen oder herausnehmen. Aber warum sollte man? Etwas in der Kiste kann man nicht verwenden. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenhasser. Okay, schauen wir mal. Kann ich da? Nein. Kann ich da? Nein. Ich kann dir nicht vorbei. Was willst du, Echoblume? Ich schwöre, ich sah etwas hinter dem fließenden Wasser. Ja, toll. Welches fließende Wasser? Code Town oder was? Ja, gehen wir mal da hinten ins fließende Wasser. So. Ja, da war's. Ein Tütü! Auf dem Boden liegt ein Tütü. Mitnehmen, ja. Du hältst das alte Tütü. Schauen wir mal. Info, altes Tütü, Rüstung, Defensive, ja. Ja. Da, 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 da. Ich habe nichts zum Fressen mit. Diese Idylle. Und dieser Busch. Oh. Oh. Hi, Andein. Hier kommt mein Tagesbericht. Wegen dem Menschen, über den ich vorher sprach. Wie? Ob ich ihn bekämpft habe? Ja. Natürlich tat ich das. Ich habe ihn tapfer bekämpft. Ob ich ihn gefangen habe? Naja. Nein. Ich habe es wirklich versucht, Andein, aber schlussendlich habe ich versagt. Was? Du wirst dem Menschen eigenhändig die Seele entreißen, aber Andein, du musst ihn nicht töten. Verstehst du? Das ist nämlich so. Ich verstehe. Ich helfe dir so gut ich kann. Wow. Oh no, sie haben mich entdeckt. Die Rüstung sieht so gefährlich aus. Das sieht wirklich irgendwie so gefährlich aus, Andein. In Rüstung. Wow, das sieht so richtig creepy aus. Oh no, das Monsterkind. Yo, hast du gesehen, wie sie dich angestarrt hat? Das war großartig. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Haha. Komm mit, schauen wir, wie sie ein paar fiese Typen erledigt. Wow. Wow. Toll. Ich schmeiß noch eine auf. Ja. Warte. Ich muss die Entschlossenheit lesen. Das Gefühl von Furcht überkommt dich. Du bleibst entschlossen. Okay. Ich bleibe entschlossen. Ich fühle mich nicht entschlossen. Warte mal. Hilfe. Wenn 4 Brückensamen nebeneinander liegen, entsteht eine Brücke. So, im Waterfall angekommen, habe ich viel Arbeit vor mir. So. Bin schon gespannt, welche Monster hier sind. Aaron beugt sich vor. Er beugt sich. Analyse. Aaron, Angriff 24, Defensive 12. Dieses Seepferd hat eine Menge HP. Hengstpower. Wow. Alle seine Angriffe sind am Ende der Box schwerer zu kontern. Prüfe einfach alles. Okay. Armbeuge, du legst die Muskeln, spielen Aaron strengt sich doppelt an. Angriff erhöht sich für beide. Muskelwette, beug dich weiter. Au. Nochmal Armbeuge, du spannst die Muskeln an. Aaron verdreifacht seine Kraft. Angriff erhöht sich für beide.
Nett, ich werde nicht verlieren. Nochmal Armbeuger, Mädchen. Du spannst die Muskeln an. Aaron lässt seine Muskeln heftig spielen. Er beugt sich aus dem Raum heraus. What the hell? Gewonnen, du bekommst 30 Goldstücke. Toll. Aaron ist doch nicht so schwer zu besiegen als gedacht. So. Da muss ich irgendwie 4 in einer Reihe haben. Ich glaube, das müsste funktionieren. Schau mal, ob da unten eh nichts Besonderes ist. Nee. Da ist eine Glocke. Leite die Glocke, wenn du... Oh, nee. Hallo, hier ist Papyrus. Wie ich an diese Nummer kam, das war ganz einfach. Ich habe die Nummer angerufen, bis ich sie hatte. Wow. Also, was hast du gerade an? Ich frage für eine Freundin. Sie meinte, du trägst ein staubiges Tütü. Stimmt das? Trägst du ein staubiges Tütü? Was wirst du antworten? Soll ich mit Nein antworten? Ich schreibe mir ja. Du trägst ein staubiges Tütü. Alles klar. Zwinker, zwinker. Einen schönen Tag noch. Wow. Eine Echobuch. Vor langer Zeit flüsterten Monster den Sternen ihre Wünsche zu. Wenn du dir etwas mit ganzem Herzen gewünscht hast, wurde der Wunsch wahr. Jetzt bleiben nur noch diese funkelnden Steine an der Höhlendecke. Ja, die sehen auch aus wie Sterne, Wunschraum. Wenn sich 1000 Leute etwas wünschen, können sie nicht falsch liegen. Das wird der König beweisen. Ja, wahrscheinlich haben sich alle gewünscht, wir wollen frei sein. Komm schon, Schwester, wünsch dir etwas. Oh, Woshua mischt sich mit. Oder mischt sich ein. Säubern. Ich säubere. Du fragst Woshua, ob es sich wäscht. Es springt aufgeregt umher. Zwitscher. Grün fürs Spülen. Au. Okay. Ja, Woshua ist auch so ein Gegner, der liebt es zu putzen. Ich wünsche mir, dass meine Schwester eines Tages die echten Sterne sieht. Ich wünsche mir auch so viel. Mein Horoskop ist mit der letzten Woche identisch. Wow. Also wenn mein Horoskop einmal identisch wäre, dann wäre ich glücklich. So. Wand prüfen. Ja, ich prüfe die Wand, Digga. Hoppla. Ich drücke 5000. Wow. Okay, da ist nix. Servus. Historische Schriften zieren diese Wand und du kannst sie gerade so entziffern. Der Krieg zwischen Menschen und Monster. Ja. Warum haben die Menschen uns angegriffen? Es schien, als gäbe es nichts zu befürchten. Menschen sind irrsinnig, stark. Man bräuchte die Seelen nahezu aller Monster. Nur um der Macht einer einzigen menschlichen Seele ebenbürtig zu sein. Ja. Aber Menschen haben eine Schwäche. Ironischerweise ist es die Stärke ihrer Seele. Ihre Macht erlaubt es ihnen, selbst nach dem Tod außerhalb des Körpers zu existieren. Wenn ein Monster einen Mensch besiegt, kann es eine Seele nehmen. Ein Monster mit menschlicher Seele ist eine Kreatur mit unfassbarer Macht. Die Zeichnung eines sehr seltsamen Wesens. Etwas an diesem Bild wirkt sehr beunruhigend. Ich will es gerne sehen, welches seltsame Wesen das ist. Nein, was machst du? Ich will da nicht drüber. Da ist es schwarz. Oh no, was passiert jetzt? What the fuck? Andern greift mich an. Oh no. Gott greift mich an. Man muss immer in Bewegung bleiben. Andern, warum? Ich habe dir gar nichts getan. Schnell in den Busch. Irgendwo im Busch verstecken und leise sein. Psch. Attacke! Nein, Spaß.
Oh no, irgendjemand hat er. Ist es, bin es ich? Nee. Ha, es ist das Monsterkind. Geht wieder. Lol. Kommt jetzt das Monsterkind? Yo, hast du das gesehen? Anden hat mich gerade berührt. Ich werde nie wieder mein Gesicht waschen. Mann, du hast echt Pech, wenn du nur ein bisschen weiter links gestanden hättest. Yo, mach dir keine Sorgen. Wir werden sie bestimmt noch einmal sehen. Und ihn schmeißt es wieder hin. Digga. Oh, was ist das? Dieser Käse liegt hier schon so lange, dass ein magischer Kristall ihn überzieht. Er klebt am Tisch fest. Schön. Quietsch! Ah, das dürfte die Maus da in der Höhle sein. Okay. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Käse aus dem Kristall extrahiert, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Wann erfüllt mich mal was nicht mit Entschlossenheit? Anscheinend soll hier die Tür dann sein, wo dann Gaster erscheint. Hier genau. Aber dann muss ein bestimmter Spieltag oder irgendwie so Spiel ein Spaßfaktor vorhanden sein. Hä, warum? Lol. War das gerade ein Fehler? Egal. Ich überlege, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Normalerweise kostet es 50.000 Goldstücke, das Premium-Teleskop zu verwenden. Aber da ich dich kenne, kostet es dich nichts. Wie hört sich das an? Teleskop verwenden? Ja. Es ist rot. Irgendwas stimmt da nicht. What the hell? Wie? Du bist nicht zufrieden? Keine Sorge. Du kriegst eine volle Rückerstattung. Ja. Geht's dahin? Oh, hello. Ich habe meinen Laden verlegt, aber es gibt noch immer keine Kunden. Außer mich. Glücklicherweise habe ich noch eine Lösung parat. Heap-Karten. Jedes Mal, wenn du Nice Cream kaufst, bekommst du eine Heap-Karte. Wenn du 3 Karten hast, kannst du sie gegen gratis Nice Cream tauschen. Ich bin mir sicher, dass das für mehr Kunden sorgen wird. Also wenn du 3 Nice Cream kaufst, bekommst du eine Heap-Karte. Aber ich kauf mir... Ja, das würde dir reichen. So, wer bist du? Was ist dein Stern? Kann man ihn berühren? Kann man ihn essen? Kann man ihn töten? Bist du ein Stern? Gute Frage, was ein Stern ist. Ich weiß es selber nicht. Eigentlich weiß ich schon, Sterne sind eigentlich Meteoriten, die im Weltall umherschwirren und die werden dann von der Sonne irgendwie beleuchtet. Oder irgendwie so. Du vernimmst ein Gespräch. Also, möchtest du dir nicht wünschen? Du vernimmst ein Gespräch. Nur eine Sache, aber das ist irgendwie doof. Ist schon interessant, wenn es Echoblumen wirklich geben würde. Wenn es wirklich Echoblumen in der wirklichen Welt geben würde, würde eigentlich jedes Gespräch wahrnehmen. Es ist ein paar Ballettschuhe. Mitnehmen, ja. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, Leute. Auf jeden Fall war es das mit der Undertale-Folge. In dieser Folge ist, naja, so teilweise viel passiert oder eher weniger. Wir sind von Undertale weggerannt. Wir waren mit Sensiboy etwas snacken. Dann sind wir in einen komischen Raum gekommen, der was plötzlich weg war. Halt nicht Raum, sondern eher mehr eine Ebene. Aber, ja. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall weiter Rising Waterfall. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal.